Ja, mein Name ist Ulrich Kühnecke. Ich bin Mitinhaber des Planungsbüros Wett und Kühnecke. Wir sind hier in Göttingen seit Jahrzehnten ansässig und wir beplanen das Institutsgelände im Rahmen des Biodiversums. Das große Ziel ist natürlich, Artenvielfalt in Fauna und Flora zu erhöhen. Biodiversität nimmt ständig ab. Es ist in aller Munde. Und hier ist jetzt einfach mal die Möglichkeit gegeben, genau dem etwas entgegenzuwirken. Wir versuchen einfach, möglichst viele Flächen ökologisch aufzuwerten und machen da auch vor keinen Flächen Halt. Das sind institutsnahe Beetflächen, das sind Rasenflächen, die wir umwandeln in Wiesenflächen. Das ist hinten unser großer Teich. Unsere Fläche, auf der wir uns gerade befinden, ist die zentrale Fläche des Instituts hier am Fassberg, des Max-Planck-Instituts. Die insektenfreundliche Bepflanzung besteht eben aus Stauden, aber auch Sträuchern und auch an einigen Bäumen, die wir noch pflanzen. Die Idee dieses Weges ist, dass wir das, was wir hier an ökologischer Aufwertung produzieren, auch erlebbar machen. Wir stehen hier in den letzten Jahr angelegten Blühwiesen. Es sieht wirklich fantastisch aus. Wir sind zur richtigen Zeit hier. Jetzt geht es darum, diese Vielgestaltigkeit zu erhalten. Das hat ganz wesentlich was mit Pflege zu tun. Also Rasenmähen war gestern. Heute ist das Thema Biotoppflege ganz wichtig. Und man kann sich sehr schön vorstellen, hier finden jetzt Insekten Nahrung. Wenn wir es zur Samenreife kommen lassen, finden auch Vögel noch Nahrung. Also ganz wichtig, wenn wir es möglichst lange oder dauerhaft solche Blumenwiesen erhalten wollen, müssen wir den vollen Vegetationszyklus mitnehmen. Das heißt, die Kräuter und auch Gräser müssen zur Blüte kommen, sie müssen abreifen und die Samen müssen auch ausfallen können. Wir befinden uns hier im nordöstlichen Bereich des Institutsgeländes und ja, das ist unser Highlight. Unser großer Teich, unser Weiher, wie Herr Peter Berthold sagen würde. Hiermit realisieren wir zwei unterschiedliche Bepflanzungszonen. Hier eine flachere, hier eine etwas tiefere für die Uferbepflanzung. Als nächste Stufe kommt dieses Plateau, hat ungefähr eine Wassertiefe von 1,50 Meter. Da werden wir die einheimische Teichrose etablieren. Und ganz weiter hinten sieht man in einem Flachwasserbereich, da wird eine Schilfzone errichtet werden. Anspruch war hier, einen Massenausgleich zu erwirken. Also wir wollten kein Material abfahren von dem Aushub. Man sieht, er hat eine gewisse Dimension erhalten. Der Bodenabtrag und auf der abschüssigen Seite der Auftrag, das sollte ausgeglichen sein, damit wir nichts wegfahren, nichts herbeifahren. Und so haben wir den Teich den Höhenlinien entlang angelegt. Das hat dann unterm Strich zu dieser gestreckten Form geführt, was natürlich wunderbar ist. Wir haben ein bisschen Tiefenwirkung hier drin. Wenn man dann hier vorne am Teich steht, hat man da sicherlich eine gute Perspektive. Und die Natur ist im hinteren Bereich einfach auch ungestört von den Naturbeobachtern, die gerne und oft sich dann hier vorne tummeln sollen.